Halbzeit bei der Berlin Sports Week. Der vierte Tag beschließt die erste Hälfte der sportverrückten Woche. Die Hauptstadt zeigte sich bisher rasant, kämpferisch, elegant, trendig und erfolgreich. Heute bewies sie wieder, dass sie die Sportmetropole ist. Für die European Maccabi Games wurden die Spielsportarten ausgelost. Wir waren live mit dabei und moderiert wurde das Ganze vom Patron der größten jüdischen Veranstaltung, Marcel Reif. Die jüdische Familie, jüdische Sportfamilie trifft sich und macht öffentlich Sport. Ist ja nicht kein geschlossene Geschichte. Macht dann diese Let's Play Together Geschichten mit nicht jüdischen Sportlern. Also das ist eine wunderbare Ort zusammenzukommen. Das Mega-Event startet dann zwischen dem 27. Juli und dem 5. August. Doch wir waren nicht nur in der neuen Synagoge in Berlin, sondern wieder in der ganzen Stadt unterwegs, zum Beispiel im Auswärtigen Amt. Dort gab es einen Auflauf der Fußballprominenz. Da wurde nämlich der deutsche Fußballbotschafter 2015 ausgezeichnet. Seit 2 Jahren werden so besondere Leistungen deutscher Trainer im Ausland gewürdigt. Gewonnen hat in diesem Jahr der Mann, der den US-Sport gerade ordentlich aufmischt, Jürgen Klinsmann. Der Ehrenpreis, der ging an Thomas Hitzlsperger für sein Engagement gegen Homophobie im Sport. Doch nicht nur das sorgte für ordentlichen Wirbel. Während der Verleihung trat Sepp Blatter überraschend zurück. Also die Entscheidung am heutigen Tag hat mich total überrascht. Ich kenne jetzt auch keine Hintergründe aus der Aktualität, aber die Entscheidung ist absolut richtig. Nicht ganz so prominent, aber genauso hautnah ging es in Weißensee zur Sache. Da gab es Rugby zum Selbstmiterleben. Beim Vereinstraining vom Rugby Club 03 Berlin konnte in den kontaktfreudigen Sport einmal reingeschnuppert werden. Ich habe ein Rugby-Spiel im Fernsehen gesehen und das hat mich interessiert und mir Spaß gemacht. Und deswegen habe ich einfach mal Rugby ausprobiert. Mithilfe der Trainer konnte dann jeder mal ans Oval. Gut für die Kleinen, aber auch gut für den Verein. Na, da Rugby gerade noch nicht so einen großen Stellenwert hat jetzt hier in Berlin oder in Deutschland generell, ist eine gute Aktion für uns, dann so halt andere Kinder, neue Kinder dazuzubringen und denen halt einfach mal die Möglichkeit zu bieten, hier mal den Rugby live zu erleben und nicht nur irgendwie im Fernsehen was zu sehen, sondern halt auch dann gleich mitzumachen. Ja, und wer das heute leider verpasst hat, der kann auch morgen beim Rugby Club 03 Berlin mal vorbeischauen. Ab 18 Uhr geht's da wieder im Stadion Buschallee ordentlich zur Sache. Außerdem öffnet der Olympiastützpunkt Berlin seine Türen für jedermann. Und wer noch eine Alternative zum einfachen Joggen sucht, sollte mal beim Velodrom vorbeischauen. Da kann jeder bei der Parkour One Hell Night lernen, wie man sich am besten durch die City bewegt. Noch mehr Events von morgen findet ihr im Übrigen auf www.berlinsportsweek.de. Die besten Bilder des Tages gibt's dann wieder bei eurem Hauptstadtsender hauptstadtsport.tv. Klickt rein.